sehr interessiert an einem definierten, schönen, flachen Bauch. Sowohl die weiblichen als auch die männlichen Teilnehmer oder Kunden, die mir so in meinem Alltag begegnen. Und ich möchte euch heute zunächst etwas über die Bauchmuskulatur erzählen. Im Grunde genommen können wir die Bauchmuskulatur aufteilen in einen oberen geraden Anteil, in einen unteren geraden Anteil und in die schräge Bauchmuskulatur. Und dann haben wir noch einen sehr wichtigen Punkt, um den es heute vor allem geht, und zwar den quer verlaufenden Bauchmuskel. So, und das wird jetzt wichtig für euch, den quer verlaufenden Bauchmuskel trainieren wir, indem wir den Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule ziehen. Das fördert eine aufrechte Haltung und lässt euch den Mund gleich schlanker, reklinierter und stärker wirken. Das bedeutet in Zukunft immer mal wieder den Transversus aktivieren, indem ihr diesen Muskel nach innen Richtung Wirbelsäule bewegt. Aber auch bei eurem Bauchmuskeltraining könnt ihr dieses Tool anwenden, um die Bauchmuskulatur noch stärker zu trainieren und vor allem einen flachen, starken und definierten Bauch zu bekommen. Denn diese Übung macht euch schlank hier in der Mitte und lässt euch sehr wohlgeformt wirken. Zu den Bauchmuskelübungen für die anderen Gruppen kommen wir dann später im Video. Mir geht es jetzt heute zunächst mal um den Transversus, wie wir den Bauch flach bekommen. Noch eine Sache, die vielleicht eher die Frauen betrifft. Die Frauen haben häufig eine Wölbung im unteren Bereich der Bauchmuskulatur. Auch hier müsst ihr es den Transversus stark nach innen zu ziehen, um den Bauch auch in diesem Bereich flacher zu formen. Also hier nicht sparen, immer wieder das Aufnahmen. Du würdest mal wie so einen Druck drauf, den ihr versucht zu schließen, um der ganzen Form etwas mehr Stabilität, Kraft und eine gute Definition zu geben. Okay. Versucht euch zunächst mal mit dieser Übung, das ist der erste Schritt, bevor wir weitergehen in das Bauchmuskel-Workout für die gerade obere und untere Bauchmuskulatur und die schräge Bauchmuskulatur. Viel Spaß, viel Erfolg